Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu einem kurzen Kapitalmarkt-Update begrüßen. Sie werden viele die Schlagzeilen am Wochenende wahrgenommen haben. Es wird viel diskutiert über die Situation am Kapitalmarkt, ja jüngst Rückgänge, insbesondere natürlich an den globalen Aktienindizes. Und wir wollen uns nun die wesentlichen Faktoren anschauen. Zunächst müssen wir festhalten, dass die Unsicherheit auf globaler Ebene weiterhin auf einem sehr hohen Niveau ist. Sie können dies feststellen an diesem Indikator, der versucht, die globale Unsicherheit zu messen. Die verschiedenen Input-Faktoren werden hier nach Kaufkraft und Wirtschaftsleistung gewichtet und Sie können eben feststellen, das Niveau weiterhin sehr erhöht und dementsprechend das auch, glaube ich, durchaus nachvollziehbar im Angesicht der aktuellen Nachrichtenlage. Als Reaktion sehen wir das, was wir immer sehen, wenn die Verunsicherung steigt, dann steigen auch die Kurse von Anleihen, die Renditen fallen. Auch das können Sie sehen, hier dargestellt für die Renditen von US-Staatsanleihen, die zweijährigen Laufzeiten in Orange, die zehnjährigen in Türkisblau. Und Sie sehen, von einem Niveau von rund über 3,2% sind wir mittlerweile auf 1,84% gefallen. Spiegelbildlich natürlich Kursgewinne bei den Anleihen und das in einem Umfeld, als viele Marktteilnehmer noch von steigenden Zinsen ausgingen. Das Ganze ist natürlich nicht nur auf globaler Ebene relevant, sondern insbesondere auch in Deutschland schaut man natürlich auf die hiesige Konjunktur. Einer der viel beachteten Indikatoren ist hier der IFO-Geschäftsklima-Index. Den haben wir Ihnen ja auch mitgebracht, in Türkisblau dargestellt. Die Geschäftserwartungen entsprechend an der rechten Skala, Sie sehen, die bewegen sich hier von einem guten Niveau entsprechend auch nach unten. In Grau haben wir nochmal Rezessionen der Vergangenheit hier entsprechend eingeblendet. Der dickere Balken, eben die globale Finanzkrise und eben die Wirtschaftsleistung gemessen am Wirtschaftswachstum in Deutschland an der linken Skala dargestellt in dunkelblau. Und wenn man nun davon ausgehen könnte, dass wir in der Vergangenheit die Zusammenhangsstatistik sehen, hier wieder relativ hoch ist, dann würde man eben erwarten, dass das Wirtschaftsleistung hiernach sich nach unten abschwächt. Also, das ist natürlich ein Thema. In einem solchen Umfeld würde man auch erwarten, dass Bundesanleihen, die bereits auf sehr hohen Kursniveaus rentierten, dementsprechend spiegelbildlich historisch niedrige Renditen zeigten, sich noch weiter in den negativen Bereich verändern würden. Auch das Ihnen hier mal dargestellt. Sie können sehen, Renditen zehnjähriger Laufzeit knapp minus 0,5%. Und selbst die 30-jährigen Papiere nur knapp über der Nulllinie, im Intraday-Handel sogar unter der Nulllinie, also wirklich im negativen Bereich. Deswegen ein historisch niedriges Niveau, was wir hier bei den Bundesanleihen entsprechend sehen. Also, das ist ein sehr, sehr großes Thema. Der Anleihemarkt verhält sich zwar, wie man das erwarten würde. Er steigt aufgrund der Rezessions- und der Verunsicherungsthematiken, aber das Niveau, auf das er sich bewegt, ist natürlich historisch einmalig und Sie alle wissen um die Auswirkungen der Geldpolitik, die ja jüngst nochmal bestätigt wurden, was die weiteren Tendenzen angeht. Ansonsten, wenn wir uns die Kapitalmärkte betrachten, hier die Entwicklung der vergangenen 12 Monate, wir sehen, der sichere Hafen Gold hat nach einigen Jahren der nicht performanten Entwicklung ein gutes Ergebnis dargestellt. Wir sehen hier, Aktien USA kamen entsprechend zurück, die anderen Aktienindizes auch und der globale Anleihenmarkt zeigt sich hier recht gut mit rund 5,7%, das bereits auch nach Absicherungskosten in Euro gerechnet. Also eine, ich glaube, Überraschung und wer Anleihen im Portfolio zu gering gewichtet hatte, dem fehlen hier natürlich entsprechende relative Ergebnisbeiträge. Nun kamen die Kurse zwar zurück, die Schlagzeilen sind entsprechend marktschreierig, aber wenn wir uns mal die Risikoaversion anschauen, die man aus Marktpreisbewegungen ableiten kann, da sehen Sie, dass die Risikoaversion relativ niedrig war, ist jetzt angestiegen, aber wir sind hier noch nicht im Krisen- oder Panikmodus und auch das soll am Ende des Tages die Quintessenz für Sie als Anleger sein. Lassen Sie sich nicht zu sehr verunsichern und gleich vollkommen verrückt machen. Was haben wir noch? Ich glaube, wir haben ein großes Thema, was indexbasierte oder auch andere Long-Only-Aktienstrategien insgesamt mit einem Fokus auf Wachstumstitel natürlich hier bewegt hat. Die haben sehr positiv herausgestochen. Alles, was Risikomanagement betrieben hat, auch gute Modelle der Vergangenheit, die waren total uninteressant, weil die Wertentwicklung schlecht war. Und ich habe es Ihnen jetzt mal hier dargestellt, die Aktien global durch einen ETF in Rot entsprechend. Wir sehen Trendfolgestrategien in Dunkelblau. Da sehen Sie, da ging lange nichts, also wirklich dieses Tal der Tränen, während der Aktienmarkt sich ja eher positiv von der Tendenz zeigte. Und da sieht man jetzt, das Ganze hat sich wieder angenähert, also auf Sicht dieser paar Jahre, die man hier betrachtet, war es egal, ob Sie Trendfolger oder Aktien hatten, zumindest die Endperformance ist relativ ähnlich. Und ich glaube, das könnte ein Thema sein, dass Risikomanagement wieder mehr in den Fokus der verschiedenen Marktteilnehmer rückt.
Was kann man noch berücksichtigen aus der persönlichen Perspektive? Ich habe es Ihnen hier mal aufgezeichnet, die Fragestellung, passt das aktuelle Depot zu dem realistischen Anlagehorizont, um eben Schwankungen ausgleichen zu können? Passt das Depot zur finanziellen Risikobereitschaft? Diese kann man messen als Persönlichkeitsmerkmal. Und denken Sie immer daran, gute Ratschläge gibt es viele, aber die persönliche Situation, die ist eben durchaus entscheidend. In diesem Sinne darf ich Ihnen einen schönen Start in die Woche wünschen. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.